Hallo zusammen und damit heiße ich euch mal wieder herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von uns. Wir nähern uns dem Ende, aber keine Sorge, nur dem Ende der vierten Staffel. Und wenn ihr da die eine oder andere Folge, vielleicht aber auch die eine oder andere Staffel verpasst haben solltet, dann lege ich euch das jetzt ganz sehr ans Herz. Schaut doch dazu einfach mal auf unseren Kanal, da findet ihr nun mittlerweile fast 80 Videos zu verlassenen Orten hier im Osten Deutschlands. Und wenn ihr da Bock drauf habt, auf verlassene Orte hier im Osten Deutschlands, dann seid ihr bei uns an der richtigen Adresse. Also abonniert doch unseren Kanal und wenn ihr Bock habt, dann gebt dem Video doch hier auch einen Daumen. Ich wünsche euch nun viel Spaß mit diesem Video. Es war recht interessant, was wir finden konnten. Leider habe ich im Nachhinein nicht allzu viel an Informationen bekommen, aber das erfahrt ihr von hier alles gleich. Und nun Schluss mit dem Gequatsche, rein ins Video. Wir sind Urbex LE direkt aus Leipzig und heute zeigen wir euch einen ehemaligen Gravurbetrieb. Ich habe etwas über 3 Stunden vorm Computer mir den Kopf zerbrochen, habe so ziemlich alle Schlagwörter eingegeben, die irgendwie in irgendeiner Weise mit dieser Location hier in Verbindung gebracht werden konnte, aber ich habe so gut wie nichts herausgefunden. Ich habe in Adressbüchern gestöbert von 1912 bis 1936 und es gab so gut nichts zu sehen. Auch die Liste der Kulturdenkmäler war leer, was mich ehrlich gesagt etwas gewundert hat. Aber auch die Straßenlage war nicht so ganz klar, sodass ich immer doppelt schauen musste. Aber am Ende habe ich auch bloß nichts gefunden. Das Einzige, wo immer mal ein bisschen was dabei stand, war das Landesarchiv vom Land Sachsen. Allerdings waren sämtliche Seiten da ständig gelöscht. Das war irgendwie merkwürdig. Ich schätze mal, dass das Gebäude, was wir euch hier zeigen, zur ehemaligen Kammgarnspinnerei, zur Tuchfabrik oder zur Weberei zählte. Denn hier in dieser kleinen Stadt, wo wir uns befinden, war vor allem die Textilindustrie sehr ausgeprägt und ist es auch heute noch. Allerdings muss sich dann in den letzten Jahren der DDR oder vielleicht schon vorher oder vielleicht auch erst danach irgendwas getan haben, denn die Schilder und Wegweiser und Aufzeichnungen, die wir im Inneren des Gebäudes fanden, beinhalteten alle dasselbe und somit handelt es sich hierbei aktuell um einen Gravurbetrieb. Die Firma, die diese Location hier betrieb, muss es auch anscheinend noch heute geben. Den Namen werde ich natürlich nicht erwähnen, aber wenn ihr die Location erkennen solltet und ihr wisst, was das ist, dann lasst es uns doch bitte wissen. Schreibt uns auf Facebook eine kleine Message, dafür danken wir euch. Im Inneren war es ziemlich krass verfallen, allerdings gab es auch wenig Vandalismus. Wir haben viele stumme Zeitzeugen für euch filmen können, deswegen ist das Video auch heute ausnahmsweise mal ein paar Minuten länger. Also eine Viertelstunde bis 20 Minuten länger darf auf keinen Fall ein Video gehen.
zumindest wenn es nach mir geht. Im Inneren warteten viele stehengelassene Arbeitsplätze, die vom Verfall mehr oder weniger heimgesucht wurden. Es waren tolle Perspektiven, leider konnten wir aber auch nicht mehr alles betreten, denn vom Dach her gab es einen riesigen Durchbruch, der über alle Etagen sich mehr oder weniger nach unten zog. Und somit war es einfach schlichtweg zu gefährlich, da weiter in die einzelnen Etagen einzugehen, auch wenn das eine oder andere Motiv uns sicherlich da ein bisschen locken wollte. Die Firma, die hier beheimatet war, hatte wahrscheinlich hier eine Zweigstelle und hat sich vermutlich 1991 als GmbH neu gegründet. Und heute gibt es da noch verschiedene Ableger, aber so richtig nachvollziehbar, wo die Firma nun am Ende hin ist, konnte ich leider nicht herausfinden. Ja, wir nähern uns jetzt dem Ende der vierten Staffel. Und ich hätte nicht gedacht, dass das alles so schnell geht, aber jede Woche Mittwoch ein Video, aktiviert also die Glocke, das wird sich auch in der Zukunft nicht ändern. Wir haben noch einiges an Videomaterial da und grob geschätzt hat mein Videorepertoire noch eine Vorlaufzeit von etwa anderthalb Jahren und wir gehen ja trotzdem immer weiter filmen, also es wird noch eine Weile weitergehen. Bleibt also gespannt und dann in zwei Wochen werden wir dann mit der fünften Staffel weitermachen. Dann werden wir uns Schritt für Schritt dem 100. Video nähern. Und das wird eine ganz besondere Folge, also bleibt da auf jeden Fall dran. Die 100. Folge wird etwas länger werden, denn wir werden ein bisschen... Na, ich verrate es euch noch nicht. Aber Fakt ist, dass die 100. Folge für euch ein Special beinhaltet und das Video wird auch recht lang werden. Also bleibt da auf jeden Fall dran. Ich verabschiede mich jetzt schon im Vorfeld von diesem Video, weil leider gibt es nicht mehr zu erzählen. Im Nachhinein gibt es noch ein paar Bilder. Und ansonsten sehen wir uns hoffentlich nächste Woche Mittwoch wieder, wenn es wieder heißt, verlassene Orte hier aus dem Osten Deutschlands. Bleibt gesund und bis nächste Woche Mittwoch.